Saxony. Thank you very much. Ja, ich werde da schnell anfangen, damit wir dann I will start very quickly, so that we can get in time to the vernissage. Der zweigeteilt ist. My eine presentation wie man consists of two parts. Radardaten, die first, online, I will show you a method also how we can use the Radulon products for climatological assessment and which methods we can use for this. And the second part are the results that we find out by means of the methods, wie ich meine, wichtig sind the challenges bei der Radarprozessierung that I think are important gleichzeitig for mit the development of radar measurement für den Hochwasserfall. And also for dieses Beispiel, was ich Ihnen hier zeige, risks. This example that I show you here, this is the big advantage of radar measurement. On the left-hand side, you have the normal interpolation with a very simple spatial method. Auf Grundlage ja, etwa 40 Stationen on the basis of 40 stations in Saxony, and of course, the radar gives a conclusion of the whole area. Zusätzlich kommt hinzu, dass wir an den Stellen, so hoch wie das Radar prozessieren, in also this an der Stelle ist es 1 Kilometer, also wir haben the radar, in this area it's 1 Kilometer, keine Schätzung im Grunde brauchen, um we don't need estimations an eine Niederschlagsinformation zu kommen. To get und wir haben die hohe zeitliche Auflösung, die das Radar-Prinzip uns liefert. Resolution. Allerdings that we can get und by das the radar, kam but in den vorigen bis jetzt noch nicht. And we didn't hear about this Punkte, yet die mir wichtig erscheinen, erst einmal für alle Zuhörer, die nicht so viel mit Radar zu tun haben, there are three things that das I have Radar to keine direkte explain. Niederschlagsmessung. Radar is not a direct Radar, measuring of precipitation. We measure the sum of reflectivities in a defined spatial volume. Das heißt, keine Niederschlagsrate, we don't sondern have wir rechnen a precipitation rate, die Summe der but we calculate um in eine Niederschlagsrate it auf Grundlage einer by means of Beziehung. The sums of reflectivities das führt nun dazu, on the basis wir, of an empirical relation. Mit der so the radar immer signal weiter in die goes further und der into the atmosphere gemessen Niederschlag natürlich and noch einen Weg nach the unten precipitation measure there muss has some distance auftritt. Until it will really und, hit the ground. Das führt zu Drift, das and führt so zu Verschiebung. There can be drifts. Wir wissen, dass wir nicht an jeder Stelle so ein Ampometer ein, we know that we cannot have an Ampometer on every, ein, in every area. Ja, ein Ampometer stehen haben. In allerdings on every side, und diese helfen but uns, in certain areas we have it, and so we can dahingehend zu ziehen, dass das Niederschlagsfeld match auch auf die the Punkte, estimated an dem wir am Boden tatsächliche Aussagen haben, precipitation amount passt. To das heißt also, the die Kombination amount that der Ampometer, really der Bodenmessung the mit dem Radar bringt den großen Vorteil so der Information über das Niederschlagsfeld, das Niederschlagsverhalten in Raum und about, Zeit. Precipitation field für Sachsen in spatial and temporal relation. Habe ich an der Stelle betrachtet, die Radulon-Produkte, die frei zugänglich sind, we das stündliche AW-Produkt, sowie die Ampometer-Daten, die stündlich gemessen haben, und auch die Tagesfertdaten der Hellmann-Messung, die ursprünglich einmal täglich also von dem Beobachter abgelesen wurden. Data of the Hellmann, für Sachsen ergibt sich aus diesen, Kens. Der Stand der Daten ist jetzt 2013, so this folgendes Bild. Das sind, wie gesagt, die Daten, die online verfügbar sind, nicht aus der Klimatologie, wo die bereits die Korrekturverfahren, so die Frau Winterer vorgestellt hat, angepasst, climatology. Ja, durchgeführt wurden. Wir sehen so bei der Aufsummierung über 5 Jahre so summing up over a ein paar Effekte, of die radarspezifisch sind. You see some zum einen haben wir in der Mitte hier das Radar Dresden, so in the middle was you have the radar of Dresden, allein Sachsen abdecken kann, sondern von den angrenzenden Radarstationen ebenso Saxony by itself, but we also have und dadurch kommt es overlapping zu Überschattungen radar stations, you see the was shading zu unschönen geometrischen of the radar signal. Die Speichenkorrektur wurde auch bereits genannt, für Dresden, für das Dresdner Radar ist diese nordöstliche Speiche, die an der Stelle radar, immer vorhanden ist, und zusätzlich kommt für Sachsen die Problematik dazu, dass wir sehr viele nicht-meteorologische Echos haben. Diese Echos Saxony, werden als Klatter bezeichnet, lot of clutters, und die Korrelation zwischen meteorological. Diesen Klatter sind hier in diesen dunkelfarbenen Braun, so diese einzelnen Punkte, das sind jetzt brown keine colors, Zellen, sondern das sind tatsächliche falsche Echos individual im Radarprodukt. Dots, diese these Punkte are werden clutters,
vorrangig in Sachsen durch Windkraftanlagen verursacht. And this is because of wind turbines. Da ist die Korrelation ziemlich gut. Was wir jetzt als Ziel, was ich mir als Ziel gesetzt habe, ist also dieses Radarbild zu verbessern. Dahingehend, dass wir diese ganzen Fehler, die ich, diese geometrischen Strukturen unterdrücke, für die längere Zeiträume und die eigentlich vorherrschende Abhängigkeit der Höhe und dem Niederschlag über längere Zeiträume wiederherstellen kann. Wenn man sich die Korrelation dieses Radulan-Produkts ansieht, was nicht für klimatologische so the Guadalon product was not made for climatological reasons, es keine richtige Korrelation gibt aufgrund dieser Ausreißer, dieser Klatter, beziehungsweise die outliers, dieser fehlenden Orographie, die man nicht in der Niederschlagsverteilung findet. Und eigentlich müsste es ungefähr so aussehen, dass es jetzt distribution. Ein anderer Datensatz, der Rigni-Datensatz, wurde heute schon angesprochen, ein interpolierter Datensatz vom DWDM für den gleichen Zeitraum. Und dort sieht es an der Stelle wesentlich plausibler aus, was die räumliche Verteilung des Niederschlags angeht. Das heißt also, das Radarprodukt Radulan soll an der Stelle verbessert werden, dass diese Korrelationsbeziehung dem erwarteten Verlauf folgt. Und das wird über eine mehr oder weniger mathematische Spielerei erreicht. Die will ich hier nur so illustrieren, dass wir hier die Geländehöhe haben, hier die Niederschlagshöhe. Und das ist ein dreiparametrisches Verfahren, was zuerst einen Quantil-Ausreißertest durchlaufen lässt, also die oberen und unteren Extreme abschneidet. Dann über eine lineare Regression mit der Höhe, die natürlich erweiterbar ist. Also es ist nicht so, dass der Niederschlag nur von der Höhe abhängig ist. Wir haben da auch andere Einflussfaktoren, Anstromrichtungen, Hangneigung, Hangausrichtung, die da eine wesentliche Rolle spielen. Allerdings hier wurde das nur mit der Höhe gemacht. But here we only use diese Höhe the elevation. Wurde angewendet, um und eine lineare angewendet, um diesen Höhencharakter wieder in die Daten reinzubekommen. To see the elevation characteristics und am Ende wurde eine Anreichung an die täglich aufgelösten Niederschlagsmessungen, die ein dichteres Netz haben, durchgeführt. Was dann zum Effekt führt, dass das gesamte Produkt an Summe, nun das ist nicht ganz, die quantitative Aussage wird damit hin zu den richtigen besseren Bodenmessungen hingezogen. Den Vergleich, der auf der Netzfolie stattfindet, erfolgt jetzt mit drei anderen unabhängigen Datensätzen. Wir haben zum einen den Regni-Datensatz, das ist der hier, der auf Grundlage einer multiplen Regression erstellt wurde und den Rasliter-Datensatz, der theoretisch durch die Karte-Kriegen erzeugt wurde. Und die Methode hat sichtbar an der Stelle jetzt hier nur qualitativ sichtbare Erfolge erzielt. Wir haben hier das Ursprungsprodukt, das Radulan-Produkt, das ist in A dargestellt. Wir sehen hier die typischen Fehler, die Überschattung, die Klatter, die Speichen und auch durch das Interpolationsverfahren, was jetzt aber verbessert wurde von Radulan, diese Radarringe um die Station. You can also see the radar rings around the stations. This was eliminated by means of this method. Höher, größer folgende Verteilung des Niederschlages über diese Zeitraum von 2005 following the orography. Warum 2009 in the years 2005 to 2009, um das vergleichbar zu machen. Because Regnio was only available until 2009. Und so hier das Regni-Produkt, wobei das Regni-Produkt das Produkt ist, was die höchste Korrelation mit der Höhe aufgrund der linearen Regression, der multiplen Regression, der es basiert, aufweist. Ich konnte also mit diesem Verfahren, dem ursprünglichen Freiwurf, einfachen Radulan-Daten ein Produkt erzeugen über einen langen Zeitraum, was klimatologisch konsistent ist im Sinne der Niederschlagsverteilung. Dieses Verfahren ist anwendbar bis Zeiträume größer einem Monat, also alles, was größer einem Monat ist, wo man davon ausgeht, dass es eine signifikante Abhängigkeit des Niederschlags, der Niederschlagsverteilung von der Höhe gibt. Diesen Punkt funktioniert das Verfahren. Nun ist es natürlich interessant, wir wollen ja noch kleinere Stufen haben, um Extremwertstatistik machen zu können, also Tagesauswertung oder stündliche Auswertung. An der Stelle Evaluation or hourly evaluation. Ansatz vor, eine Disaggregierung auf Grundlage a similar approach, disaggregation on the basis wie ich jetzt schon gezeigt habe, durch die Methodik erstellten plausiblen klimatologischen Datensatz, climatological data der auf Grundlage eines Quotientenverfahrens, also die Aufteilung, wir haben hier das ursprüngliche Radulan-Produkt, wobei die Summe an der Stelle nicht stimmt. Wir haben auch, wir kennen aber die Verteilung der einzelnen Tage bzw. Stunden innerhalb dieses klimatologischen Zeitraums, dieses Produkt
period zusammengesetzt ist. How this product und wir kennen die Summe des neuen, des richtigeren klimatologisch konsistenten Datensatzes und können die Prozenten, die wir ableiten können aus den einzelnen äquidistanten Zeitschritten, auf das neue Produkt anwenden und damit das herunterskalieren auf den Zeitschritt, den wir gemessen haben, beziehungsweise den wir uns wünschen, beziehungsweise wo wir tatsächlich äquidistante Quotienten vergeben können. Und das sieht jetzt exemplarisch mal hier dargestellt so aus. Wir haben, das ist beispielhaft der 15.06.2007. Das ist die Verteilung, die wir durch das Rackleder-Verfahren an diesem Tag generiert haben. Hier sehen wir den Radolan-Ausschnitt. Wir sehen hier sehr extreme Zellen, die wir in Rackleder nicht finden. Durch das Verfahren, durch diese Disaggregierung, kommt es zu einer Verringerung der Fehler, also das sieht man dann in der Differenz, darauf gehe ich gleich noch ein. Und was ein Vor- oder Nachteil ist, das wäre zu diskutieren, eine Abbildung der Extremen. Also ich habe diese beiden Zellen. So a mitigation of the extremes, so the two cells are not as pronounced anymore in this area because of the flattening, diese klimatologische Plausibilisierung that we used. Durchführen. Was wir in der Differenz jetzt sehen, sind einerseits, dass diese Extreme genommen wurden, abgebildet wurden, und andererseits, dass die Fehler herausgenommen wurden, also die Klatter sind rausgenommen, so wie diese Überlappungsgeometrien, die nicht zum Niederschlagsfeld gehören. That don't belong to the wie gesagt, das ist ein Vor- bzw. Nachteil, das ist so zu diskutieren. This could be an operationellen Einsatz der we have to discuss this when you use the radar on an operative scale. It's very important to know the extremes, then this mitigation is not the best way, but in order to have the climatological plausibility, it's the best thing. Nach Abmilderung der Extreme aufgrund der besseren Aneignung an das die dichteren Bodenmessnetze. Ich will die Ersten Teil zusammenfassen, was ich jetzt zu den sagen kann. And now das I eigentliche Produkt ist tatsächlich, das ist ja auch die Definition des Produktes, the ist derzeit für klimatologische Untersuchungen nicht geeignet. Is not suitable for climatological und das hat der DWG auch gezeigt, das zeigen meine, haben meine Untersuchungen gezeigt, für Nachprozessierung. Der post-processing bzw. das Radolan-Produkt um tatsächlich Klimatologie damit betreiben zu können, sei es nun lange Zeitreihen auszuwerten für extreme Statistik oder sei es nun Summen zu aktivieren für längere Zeiträume. Für die quantitative Niederschlagsschätzung, denn nichts anderes ist die Ableitung von Niederschlag durch Radar, wir schätzen den Niederschlag, so und Englisch spricht man deswegen auch von Quantitative Precipitation Estimate, also so dem Schätze, it's quantitative, so, dass je höher estimate, das Netz ist von so Bodenstationen, also an Einreichstationen, je dichter dieses Netz ist, desto besser sind die Aussagen, die man aus dem Radar ableiten kann. Und natürlich sind die Bestrebungen dahingehend, dass man jegliche Niederschlagssammlung, die Informationen zu Ereignissen liefern kann, nutzt, so auch wenn die anderen Standards unterliegen. Und das ist auch ein Punkt, der heute schon mehrmals kam. Lange Zeitreihen für Extremwetterstatistik sind zurzeit noch nicht vorhanden. Das heißt, we don't have long time series for extreme value statistics yet. We only have individual events. Der erste Teil. So this is the first part of my presentation, and now I want to show you three aspects that I found out during my work, and I think it's important that you think about this when you work with radar-based data. And what should be the focus on making radar more precise. So this is the measuring field of our institute in Tarant. You can see acht verschiedene Niederschlagssammler. Different precipitation collectors for helm collectors, one pluviometer and one die alle nebeneinander messen, alle standardisiert so von unseren Messtechnikern betreut werden. In a standardized way. Was jetzt hier rauskommt, ist, what we can find out, was ich zeigen möchte, ist ein Unterschied in den Messgeräten, also an den Stationen, devices, die wir über einen längeren Zeitraum betrachten. Was Sie hier sehen, when sind Jahressummen über longer time period. 7 Jahre der so verschiedenen Niederschlagstotalisatoren. Und ich möchte aber den Fokus jetzt nur auf den Hellmann-Messer, also diesen einmal am Tag gemessenen, sowie den Pluviometer, der zur Online-Aneichung genommen wird, lenken.
meter and the pluviometer. So the Helmermeter is our reference. Der hat die höchsten Niederschläge in der Jahressumme. It has the highest precipitation in Tarent, the annual sum. Im Mittel 6,5% höher als so die Tarent, die automatische Pluviometermessung generiert werden. Das ist das, was wir für Tarent festhalten können. That are generated natürlich by ist eine Station nicht ausreichend und ich habe beim DWD gesucht und es gibt auch eine sufficient. Kleine Publikation, so wo ein ähnlicher Vergleich publication stattgefunden hat. In the und da wurde there was a similar comparison. Die but aber I used the most extreme ones, die hier alle fast größer als 5% sind. Hier so, Potsdam ist mit maximum 4% abweichend, das heißt, das Pluviometer misst 4% weniger Niederschlag deviation, als es, but all the others are more than 5%. So Pluviometer measures ab 5% spricht man davon, dass das klimatologisch relevant ist, denn das kann in Gebieten von mehr als 50 mm im Jahr betragen, was dann für den Wasserhaushalt eine falsche so, Abschätzung bietet. Starting with 5%, it's really relevant for climatology, because this could be up to 50 millimeters in certain areas. Daten homogenisiert werden und die richtigen Korrekturfaktoren, so the data has to be homogenized, and the correct correction methods should be used. Dazu gibt es with die the Hellman measurement, we know the different errors because of wind and so on. And as far as I know, we don't have these parameters for the pluviometer, and this has an effect mehr als 50 mm im Jahr, climatology, eine Rolle spielt. Because it could be a difference of more than 50 millimeters per year. Das ist eine sehr abstrakte Darstellung hier. Wir aspect hatten das heute is schon mit der Verteilung von Niederschlagszeiträumen. Ich betrachte jetzt eine der 20.000 Niederschlagsrasterzellen und habe über and diese 10-15 Jahre, cell die now, da gemessen wurde, cell of the 20,000 stelle eine Verteilungsfunktion auf. And I have to eine empirische und passe eine parametrische Verteilungsfunktion an. Wir haben ja ein ganzes Pool, habe ich angepasst an diese Verteilungsfunktion und habe ich getestet. Jetzt habe ich getestet, wie gut passt die Verteilungsfunktion an meine empirische Verteilung, well, also an die Messung. Distribution und das betrachtet über verschiedene räumliche Auflösungen. Das heißt, wir haben die erste räumliche Auflösung, das ist ein Kilometer Raster, und das geht bis 20 Kilometer Raster. Was Sie auf der Y-Achse sehen, ist jetzt der Grad der Anpassung. Also, das heißt, über jeden räumlichen Zeitschritt haben wir 20.000 Zellen. The adjustment. Und was auffällt, ist, dass der Grad der Anpassung so am höchsten ist bei 2 bzw. 3 Kilometern. Diese and Verteilungsfunktion so für den Niederschlag gilt für Punktaussagen, kilometers. Für Stationen. Und so die sind gängig, weltweit gängig. Certain points for es stellt sich nun die Frage, wie repräsentativ ist tatsächlich der 1 Kilometer aufgelöste Radarniederschlag, wenn die Niederschlagsverteilung möglicherweise in der 2 Kilometer oder 3 Kilometer Verteilung kilometer? Besser oder höher aufgelöst maybe ist als eine mögliche Interpretation dieser would be Grafik. Denn man muss dazu sagen, Radar misst in Polarkoordinaten und um auf ein äquidistantes kartesisches so Gitter zu kommen, muss man interpolieren. Das heißt, with the radar you have to interpolate. Dabei werden auch Fehler gemacht und bei Polarkoordinaten ist es so, die Raumausschnitte sind, je näher man an der Radarstation ist, umso kleiner und je weiter and weg man ist, umso weiter the closer weg. You are to the radar das heißt, es ist durchaus möglich, dass man die Belastbarkeit der räumlichen Verteilung des Niederschlages an der Stelle neu bewerten so müsste spatial für die distribution des of precipitation und should als be evaluated möchte again ich diese Repräsentativität des Niederschlages noch mal eingehen. Sie sehen diese ganzen aspect Krater, die waren noch bei das Vorwinterrad leider noch zu sehen. Plus die Speichen, the das macht etwa 10% von Sachsen so aus von der clutter Fläche and the spokes, von so it's about 10% of the whole area of Saxony, where we don't have a real information from radar. Also what we have is an interpolation, so it's an estimation, because the radar signal was blocked there or something else is reflecting the radar signal, was ganz anderes, das Signal, als es der Niederschlag tut. And es ist also meiner Meinung nach wichtig, an and der Stelle dem Nutzer zu kommunizieren, wie viel es tatsächlich noch Messung in dem Radar gibt und was ist dann tatsächlich much, eine räumliche Schätzung wie bei den ursprünglichen Interpolationsverfahren, weil wir die Klatter ausschmeißen mussten oder die Speichen aufnehmen mussten. Und da komme ich zu den da möchte ich diese zukünftigen Herausforderungen nochmal zusammenfassen. And so these are the challenges for the future. This is the last slide. Bei der operationellen Prozessierung for ist es wahrscheinlich so, wo diese klimatologischen Aspekte like jetzt noch nicht berücksichtigt werden, dass dort mehr klimatologische Aspekte mit reintreten sollte, da wir ja schlecht im Anwenden suggerieren können, more. Wir haben zwei
Produkte vom Niederschlag, also zwei Möglichkeiten, die der Niederschlag gefallen ist, obwohl wir wissen, dass die klimatologische Niederschlag der bessere ist. Demgegenüber steht natürlich die Anwendung, wenn man auf extreme Hochwasserereignisse geht, die dann wieder eingeschränkter ist. Andererseits ist es wichtig, verschiedene Messsysteme zu nutzen. Also die DWD hat ein Ampermeternetz, Sachsen hat, wir wissen es nun aus dem Referenzdatensatz, vier verschiedene Ampermeternetze, wo noch zusätzlich Daten zur Verfügung stehen, um Quadratprodukte zu messen. Was allerdings dazu führt, dass die Standards angesehen werden müssen, beziehungsweise die Reihen so dahin gehen, wie man prüft und korrigiert werden müssen, dass sie the series vergleichbar sind, and we have to correct them so that they are comparable and can be used for processing. Für die Niederschlagskorrektur für Pluviometer ist es meiner Meinung nach the precipitation correction of pluviometers. Ich bin Hydrologe, deswegen I'm hydrologist, reite ich so auf diese Niederschlagskorrektur rum, dass für die Pluviometer eine Niederschlagskorrektur mit angeboten wird. Important. Oder it zumindest also offered wird, for pluviometers or at least it should be investigated über den klimatologischen Zeitraum bewirkt. Und viertens, diese difference? Tatsächlich gemessene Niederschlagsinformationen, die wir beim Radar uns erhoffen, dass tatsächlich auch kommuniziert wird. Precipitation um Dresden haben wir sehr viele really Klatter, also für die Stadtentwässerung halte ich das Radar so around Dresden there are a lot of clutters, so the Dresden radar cannot be used for the sewage system to give some prediction there. Schlecht möglich ist. So it cannot be applied very well und deswegen, for the city of Tristan plädiere ich dafür eine bessere Kommunikation an der Stelle. So we should improve our communication in this part. Thank you. That's it. Vielen Dank auch für das Bemühen, einen Teil der Zeit wieder reinzubringen. So ich will aber nicht nur, dass die Letzten über die Hunde beißen. Das ist ja bekannt, in dem Fall ist Rico getroffen. Trotzdem wenigstens ein, zwei Fragen zulassen. Maybe bitte. One or two questions. Bitte, Frau Winterrath. Frau Winterrath. Ja, ich hätte eher einen Kommentar dazu, keine Frage. I have a comment for this, not a question. Also it's about the quality information. Problem, it's a big problem to have reliable, to show reliable errors, because there are many errors. Radarstrahl hochgeht und wirklich in der Entfernung misst, what you can have there. So when you measure in a height of 3 kilometers, sometimes it's above the rain, actually. You have different effects that influence the radar measurement. And that's why we do this adjustment of the ground stations, how big the error actually is. It's hard to tell, but what we do during our project, we do several analyses, we calculate the other data, and the other thing with the clutters, especially around Dresden or big cities, where there are the radar locations, we have extreme problems with clutters, and also near the radar we have a detection problem. So especially for the big cities, the application is a little bit problematic, but it's not so easy to eliminate the clutters with the software that we have right now. But of course, it's worked at and it's tried to improve how we can mark these regions. So this is also part of our project, so that we don't have any misinterpreting in the data. Bitte, Herr Krassel. Ein Mr. Krassel. Ich hab noch eine andere Herausforderung. I have another challenge beide to you. Vorträge haben both presentations didn't talk about snow, because many radar reflectivities are not from rain, Schnee, but from snow, because it goes, it looks up to the sky, and also hail can do something, and the so-called light band. So how is this corrected? Only by the ampermeters? And is this possible to correct everything? Okay, also wenn man das Breitband ist, kann man herausrechnen, wenn man die vertikale Information hat. Can be calculated. We can take this out when we have the data information, and this is corrected. In the Radolan, I'm not sure about this. Dankeschön. Das Breitband wird
the wird derzeit noch nicht korrigiert. Right now. Wir arbeiten beim Deutschen Wetterdienst. We are working at this together with the German Weather Service to develop a new software. Die heute Morgen ja schon erwähnt wurden, auszuwerten. For analyzing the Twin Pole information. Das heißt Polara, so this software tool is called Polara, and this is for the real-time operation. It's still tested, it's not operational. There the bright band detection is included. There is also a recalc integration for this. We want to use this for the software analysis. Mit dem, der Cosmo-Reanalyse über die, and we want to use this analysis Snow data of the Snow Limit and the Zero Degree Limit. Vernünftige Brightband Erkennung, we want to have reliable Brightband and detection and correction, but in real-time operation it's not included yet. Die Möglichkeit, dass zwei Radarexperten da sind und so that's very nice to have two radar specialists and we can ask both of them at the same time. Herr Krassel kann auf jeden Fall was dazu sagen, aber ich denke and mal. Mr. Krassel can also tell us something about this. Es ist immer schön, wenn es eine breite Diskussion gibt. Ich glaube, eines der Probleme, die wir haben, wenn wir das klimatologisch anwenden, one of the problem is reprozessiert that werden müssen, the radar data always have to be reprocessed when there are new measuring devices, because they influence the series. Is there some elegant solution for this? So that we not only have to assess the future data, but also the past, the data from the past. It's like a never-ending story. Ladies first. Maybe ladies first, who answers first? Also zum einen planen wir bei der jährlichen Aktualisierung natürlich the yearly update. Komplette Reanalyse des gesamten we have the complete reanalysis of the complete time period from 2001 on. Verlegung von Standorten, but of course sometimes the sites were changed or different number of stations. Wir haben den Ansatz, dass but wir möglichst alles, was verfügbar ist, verwenden, to use all the data that is available in order to have a good analysis of precipitation on an hourly basis. Anguckt, of course, when you look at climatological trends, Effekte, because of all these effects, there are some boundary conditions. Frage, Radardaten nachprozessieren müsste, ab the radar 2001, data has to be reprocessed. Yeah, we do this actually. Jedes Jahr neu. So every year new? Jedes Jahr neu, every year, sobald es, as also soon as there were changes or new methods, new procedures die used, dann auf diesen Radardaten wirklich ansetzen. Okay. That are based on the radar data. Eine Antwort. Gibt's eine so this was one answer. Or is there another answer? No, ich glaube, I agree gesagt. With this.